Hallo, in dem heutigen Video zeige ich euch wieder eine Mütze. Diesmal mit der Head Nut Surf. Das ist eine Baumwoll-Acryl-Mischung. Ich mag die sehr gerne, weil es etwas dünner ist als jetzt zum Beispiel die XL oder die Montego. Also eine Stärke, mit der ich mehr anfangen kann. Für Nadelstärke 5 bis 6 ist die. Ich mache die immer mit der 5er. Das passt ihr natürlich euch an. Wenn ihr sehr fest häkelt, nehmt lieber die 6er. Eben wie gesagt, es ist Baumwoll-Acryl-Mischung, also auch dementsprechend sommertauglicher. Das Acryl wärmt auch, also auch für die Abende eher. Ihr seht schon, es sind Deutschlandfarben, denn die EM steht vor der Tür. Da kommen bestimmt einige der Männchen und wollen vielleicht so eine Deutschland-Fanmütze, wie auch immer. Das ist auch eine, die man auch für WM, EM immer wieder rauskramen kann. Ich werde statt im Schwarz aber gleich im folgenden Video mit Blau beginnen, damit ihr einfach die Maschen besser seht. Was gibt es noch dazu zu sagen? Also den Verbrauch schreibe ich euch wie immer unten in die Info rein. Es ist diesmal eine Variation der halben Stäbchen, damit es ein bisschen was anderes ist. Ich habe versucht zu recherchieren. Was ich gefunden habe, ist die Bezeichnung Rosenstäbchen. Erstmalig deutsches Video auf YouTube von einer McAnnie aus 2013. Danach folgte auch von Julia ein Video. Ansonsten habe ich noch in einem Häkelmusterbuch eine Beschreibung gefunden von diesem Muster. Und zwar wird es da ganz simpel einfach halbe Stäbchen im Zickzackmuster genannt. Woher der Begriff Rosenstäbchen an sich kommt, kann ich eigentlich nicht sagen. Also leider ist auch, in dem Forum habe ich auch was gefunden, stimmt, über Google, aber da ist auch leider keine Quelle genannt. Vielleicht findet einer von euch in dem Buch mal was, in dem älteren oder in einem Magazin, in dem das wirklich tatsächlich als Rosenstäbchen bezeichnet ist. Ich werde das jetzt einfach mal diese Benennung mit aufnehmen. Also ihr seht, es ist im Endeffekt auch wieder nichts Neuerfundenes. So, dann legen wir mal los. So, wir fangen jetzt mal an. Und zwar wie immer mit einem Fadenring. Also wie gesagt, die wird von oben nach unten gehäkelt und ich habe jetzt hier statt Schwarz ein Blau. Ich lege den Faden so auf die Hand. Gehe einmal drumherum mit dem Arbeitsfaden. Überkreuze es, halte es hier ein bisschen fest, gehe hier mit der Nadel drunter. Hol mir meinen Arbeitsfaden und mache dann mit dem Arbeitsfaden eine Luftmasche und fixiere den Ring. Mache ich jetzt hier mit dem kurzen Faden anziehen etwas zu. Wie gesagt, ich habe mich etwas mit dem runden Abschluss beschäftigt, weil ja doch diese Stäbchen anders ausschauen als halbe oder ganze Stäbchen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, mit der ich zufrieden bin. Sie ist angelehnt an den 1er runden Abschluss. Hat zur Folge, dass ich mir den Faden immer hochholen muss von den anderen Farben. Ihr könnt natürlich auch den 2er runden Abschluss machen. Allerdings finde ich, sieht man da ein bisschen was. Also es ist nicht ganz so unsichtbar. Die erste Masche beginnen wir immer so. Ich steche ein in diesen Ring, hole mir den Faden, ziehe ihn durch die Masche, die ich gleich gerade auf der Nadel habe. Ja, so sieht das aus. Hol mir den Faden und mache eine Luftmasche. So beginne ich jetzt. Das ist mein erstes Rosenstäbchen. Also ich nenne es jetzt weiter so Rosenstäbchen. Ziehe jetzt hier ein bisschen zu, das ist ein bisschen arg weit. Und jetzt häkeln wir in diesen Ring noch 10 weitere Rosenstäbchen. Also dieses zählt auch immer mit bei mir. Wir holen den Umschlag, stechen ein, holen uns den Faden. Ja, haben jetzt 3 Schlingen auf der Nadel. Normalerweise würdet ihr jetzt für halbe Stäbchen oder ganze Stäbchen nochmal den Faden holen und das Abschlingen beginnen. Das machen wir nicht, sondern wir ziehen diesen geholten Faden durch die erste Schlinge auf der Nadel, haben jetzt noch 2 übrig, holen dann den Faden und schlingen diese 2 ab. Das ist das Rosenstäbchen oder eben dieses halbe Stäbchen im Zickzackmuster. Wieder Umschlag, in den Ring Faden holen, durch die erste Masche auf der Nadel, Faden nochmal holen und durchziehen. Ist eigentlich nichts Kompliziertes. Die Gewohnheit hat mich auch öfter mal dazu getrieben, dass ich irgendwie trotzdem mal alle 3 abschlinge. Aber nach einer Zeit geht es und wenn ihr hier ein bisschen festhält, dann kommt ihr auch hier gut mit der Nadel durch diese erste Masche. Das geht. Also es geht dann eigentlich recht flott. Also insgesamt 11 Maschen sollte ich haben. Das heißt, dieses fingierte erste und dann 10 richtige Rosenstäbchen. So, jetzt muss ich nachzählen.
Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich jetzt insgesamt. 9, 10 und die 11. Masche. So. Ups, da bleiben, fahren, holen, durchziehen. Ich ziehe jetzt diesen Ring zu. Er wird sich auch so lange öffnen, bis ich nicht vernähe. Kettmasche zum Abschließen. Das zeige ich euch mit der Nähnadel. Ihr seht ja hier, also es ist wie gesagt der Rundenabschluss 1. Ich blende ihn euch hier unter I nochmal ein. Ihr habt hier das erste fingierte und hier ist mein richtiges Rosenstäbchen, das erste. Oben rechts davon, also eigentlich zwischen diesen zwei Maschenkörpern, ich steche mal von hinten ein, so, da steche ich ein für die Kettmasche. Das heißt, eigentlich überspringe ich hier diese erste Masche und die Luftmasche, die ich on top gemacht habe, und steche in die erste richtige Masche ein, die ich mache, in das erste richtige Rosenstäbchen. Macht ihr das nicht, sondern stecht ihr zu früh ein, werdet ihr in jeder Runde eine Masche zu viel haben. Also bitte hier oben rechts, oberhalb von der zweiten Masche, da einstechen. Das gehört zum Maschenkörper hier. In der nächsten Runde, ich zeige es euch jetzt noch ein paar Mal. Also hier ist mein erster Maschenkörper, da der zweite rechts oberhalb davon. Also eigentlich auch die erste Masche, wo ihr euch nicht reinquält. Hol den Faden und mach meine Kettmasche. Wie gesagt, hier, das wird sich weiterhin öffnen, bis ich nicht vernähe. Farbwechsel, der erste. Also jetzt kommt mein Rot. Ich mache eine Luftmasche damit. So, und direkt unterhalb der Kettmasche, die ich gemacht habe, steche ich ein. Eigentlich nochmal in die Kettmasche. Ihr seht hier, das ist meine blaue Schlaufe, die auf der Nadel war. Hier ist die Kettmasche, die ich gemacht habe, da rein. Also es ist ein bisschen rückwärts gestochen. Da steche ich ein, ich zeige es euch nochmal von hinten, also direkt unterhalb, ja, dieser Masche. Zwischen meinem letzten Rosenstäbchen und dieser ersten fingierten Masche ist das. Da, wo wir eben gerade die Kettmasche, also eigentlich ist das die Kettmasche. Da steche ich ein, den blauen kann ich jetzt ein bisschen anziehen. Hol mir den Faden und jetzt ist es eben wichtig, diesen Loop nicht so lang zu lassen. So, ich hole jetzt den Faden und ziehe ihn hier durch meine erste Schlinge, die ich auf der Nadel habe, durch und mache eine Luftmasche on top. Und blau kann ich jetzt auch nochmal nachziehen. Das ist der richtige Faden. So, dann verschwindet er ein bisschen. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich versuche es jetzt ganz, ganz langsam zu machen. Hier war ja meine Kettmasche in blau. Die Luftmasche mit der neuen Farbe, ja, diese rote Schlaufe bitte nicht zu groß machen. Direkt drunter, ein bisschen rückwärts, da einstechen in die Kettmasche, den Faden holen, durch diesen Loop auf der Nadel ziehen und nochmal eine Luftmasche. Das ist jetzt unser erstes Stäbchen schon. Das erste, ich sage jetzt immer fingiert. Und hier den blauen Arbeitsfaden ziehe ich an. Dann verschwindet hier diese Schlaufe. Dann weiter habe ich ja gesagt, wir verdoppeln in dieser Runde. Das heißt, mein erstes richtiges Rosenstäbchen mache ich in dieselbe Einstichstelle. Ja, Faden holen, durch die erste Schlinge ziehen. Nochmal Faden holen und durch die zwei anderen ziehen. Dann weiter hier in die nächste Masche. Wieder verdoppeln. Den roten Faden, den lege ich mir jetzt einfach hier so oben drauf. Der muss immer auf der Nadel sein. Und dann häkelt ihr den auch gleichzeitig mit ein. Also in jede Masche zwei Rosenstäbchen bis Rundenende. Und dann solltet ihr 22 Rosenstäbchen haben. Mit der Anfangsmasche mitgezählt. So, jetzt bin ich hier an meinem Rundenende. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 und hier ist meine letzte Masche, da kommen Nummer 21 und 22 rein. Und wir schließen wieder in dieselbe Stelle ein wie bei unserer ersten Runde, nämlich hier oben zwischen diesen ersten zwei Maschenkörpern. Ja, da ist meine fingierte, da ist mein erstes richtiges Rosenstäbchen. Rechts oberhalb davon hier steche ich ein. Also ihr seht hier, das ist die Luftmasche, die wir on top gemacht haben. Also hier einstechen. Danach. So, und die Kettmasche machen. Und ihr seht, also
Die Maschen sehen sich wirklich zum Verwechseln ähnlich, also es wird nichts vorne erkennbar sein. Jetzt wechsle ich nochmal die Farbe zu meinem Gelb, was Gold darstellen soll. Mach eine Luftmasche damit, den roten ziehe ich jetzt schon ein bisschen an. Und direkt unter, hier unter dieser Schlaufe, ja, da, hier steche ich ein. Ich hoffe, er hat es jetzt scharf gestellt. Ja, da steche ich an. Hol mir meinen Loop und ziehe ihn gleich durch die erste Schlaufe auf der Nadel und mache eine Luftmasche on top. So, ziehe ein bisschen diesen gelben Anfangsfaden an und den roten. Wir verdoppeln jetzt weiter in jede zweite Masche. Also hier haben wir schon eine. Das heißt, in die nächste kommen zwei Rosenstäbchen. Zusätzlich häkel ich jetzt diesen gelben kurzen Faden ein und zusätzlich nehme ich mir diesen blauen Faden für die nächste Runde schon mal mit hoch. Sonst habe ich hier nämlich einen ellenlangen Faden. Das will ich eben verhindern. Es ist euch natürlich freigestellt. Ihr könnt hier auch abschneiden und dann nochmal einfach anschlingen, wie ihr möchtet. Aber ich führe ihn jetzt einfach mal mit, habe ich weniger zum mit einhäkeln und vernähen. Also Umschlag, ich steche hier in die nächste Masche ein, habe meinen gelben auf die Nadel genommen, den ich mit einhäkel und nehme mir auch den blauen mit ein. Ja. So, den tue ich auch noch drüber. Den halte ich jetzt hier so ein bisschen fest, hol mir den gelben Faden, jetzt kann ich die hinten loslassen, ziehe ihn hier durch meine gelbe erste Schlaufe und hole ihn mir nochmal und durch beide. Und das Ganze jetzt nochmal einstechen und verdoppeln. Das war's schon. In die nächste kommt ein einzelnes, steche ich ein, also hol den Umschlag, einstechen. Den blauen lasse ich jetzt wieder hängen, den wollte ich ja nur eine Runde mit hochnehmen. Den gelben lasse ich noch drauf, den häkel ich mit ein. So, und die nächste wird verdoppelt. Dann sollten wir nach dieser Runde 33 Maschen haben. Und wenn ihr kontinuierlich zunehmt, dann ist in der letzten Masche auch immer eine Verdopplung. So, ich bin jetzt hier schon in meiner letzten Masche und da ist auch meine letzte Verdopplung. Schließe wieder ab zwischen diesen ersten beiden Maschenkörpern, da oben hier. Ich zeige es nochmal mit der Nähnadel am besten, von hinten. Ja, hier steche ich ein. Ja, das ist quasi die Masche des ersten richtigen Rosenstäbchens. Dann will ich euch noch was zeigen. Ich wollte es vorhin nicht zeigen, weil es dann zu viel ist auf einmal. Jetzt müsste ja mein Blau wieder an die Reihe kommen und ich muss gleichzeitig mein Rot hochholen. Also ich mache jetzt erstmal die Luftmasche mit dem Blauen. Was ich euch zeigen wollte ist, und zwar wenn ihr jetzt nach unten stecht, um diese fingierte Masche zu machen, ja, ist es ja so, dass ich hier diese Luftmasche ist ja ein bisschen verdreht auf der Nadel, ja, das seht ihr ja hier. Das macht euch auch diesen Knoten knubbeliger. Ihr könnt das ein bisschen verhindern, und zwar indem ich jetzt, wenn ich hier die Kettmasche nochmal mache, so, und mir diese Masche hole. Entweder ihr holt die so von hinten durch, ja, dann liegt die so auf der Nadel, oder ihr nehmt sie so rüber und geht dann von hinten in die Masche rein, dass das quasi so ist. Erstens kommt ihr leichter nach unten und ihr habt dieses Verdrehte nicht, dadurch ist dieser Knoten kleiner. Also ich mache es dann meistens eben so, dass ich nach der Kettmasche es andersrum einstehe. Wie gesagt, ich wollte es euch nicht von Anfang an zeigen. Ich hoffe, ihr gehört zu den Zuschauern, die erstmal doch ein Stück vom Video anschauen, bevor sie loslegen. Also, diese Luftmasche hole ich mir von hinten. Jetzt ziehe ich den gelben an, gehe jetzt nach unten, steche wieder hier, ja, in meine vorhin gemachte Masche ein. Also hier hat man es jetzt eigentlich ganz gut gesehen, ja, direkt unterhalb davon. Hol mir den Faden, ziehe ihn hier durch und dann die Luftmasche on top. Das war's, ja. Dann ziehe ich gelb nochmal an. Und jetzt gehe ich in die nächste Masche, steche ich ein mit meinem Umschlag auf der Nadel, ja, so, nehme mein Rot, das ich mitführen will, nach oben, ja, tue es auf die Nadel, hole mir den Umschlag in Blau, ziehe ihn durch meine erste Masche, hole ihn wieder und durch beide Schlingen.
durch die erste Schlinge und dann durch die beiden Schlinge. Rot lasse ich jetzt hängen, den wollte ich eben nur für die nächste Runde vorbereiten. Und jetzt nehme ich wieder zu in jede dritte Masche, das heißt, da ist immer Verdopplung auf Verdopplung. Also da, wo ihr vorhin schon eine gemacht habt, da kommt die nächste rein. Dann wieder ein einzelnes, ein zweites und eine dritte Masche verdoppeln. Ihr habt ja jetzt immer nur dann diesen einen Faden zum mit einhäkeln. Also das heißt, in der folgenden Runde würde ich dann eben wieder gelb vorne mit einhäkeln. Dann wäre wieder blau bzw. schwarz an der Reihe und so weiter. Und jetzt nehme ich eben weiter zu. Jede dritte Masche. Wir hatten 11, dann 22, 33, dann sind es 44. Und diese Zunahmen mache ich weiter. Das heißt, in der nächsten dann jede vierte, jede fünfte, bis ihr euren Umfang erreicht habt. Dann sehen wir uns wieder. Da habe ich nämlich schon auch was vorbereitet mit eben dem Schwarz. Ich hoffe einfach, das hat euch jetzt gereicht, um einfach mal die erste Masche und die Kettmasche zu erkennen. Wie ich es mache eben. Also bis gleich. So, ich habe jetzt hier einen Teller schon mal vorbereitet mit eben dem Schwarz statt dem Blau. Ihr werdet später eben merken, warum das bei meinem Buch Zickzackmuster heißt. Und zwar, ich habe jetzt genauso hier mit 11 angefangen, jede verdoppelt 22, jede zweite 33, jede dritte 44, jede vierte 55 und hatte dann gemessen und habe festgestellt, ein bisschen zu wenig, aber würde ich jetzt nochmal jede fünfte zunehmen, wäre es ein bisschen viel. Wie habe ich das festgestellt? Die bekannte Formel kennt ihr ja. Ich blende euch das hier unter dem i nochmal ein, das Video, wie man diese Teller berechnet. Für meinen Kopfumfang 54 cm geteilt durch Pi komme ich auf 17,2. Und davon ziehe ich ja normalerweise jetzt zum Beispiel bei einer Schurwollmischung dicker Wolle, gute Dehnung, 2 cm ab. Hier habe ich jetzt ein bisschen weniger Dehnung, weil es eben eine Baumwollmischung ist. Und normalerweise bin ich immer so bei 15, 15,5. Und diesmal ziehe ich eben nur so circa 1,5 cm statt 2 ab, um dieser Dehnung entgegenzuwirken. Also irgendwas bei 16, 16,5 sollte ich landen. Und ich habe in dieser letzten gelben Runde eben statt jeder fünften wäre es gewesen, der Reihenfolge nach, habe ich nur nochmal 5 Maschen insgesamt. Also ich habe jede elfte verdoppelt. Somit bin ich jetzt auf glatt 60 Maschen. Und ihr seht, mein Mützenteller hat 16,2 ungefähr. 16,2, also 1 cm Abzug quasi von diesem Ergebnis Kopfumfang geteilt durch 3,14 und das reicht mir vollkommen für eine normale Beanie. Für eine Long Beanie hätte ich jetzt einfach nochmal jede fünfte verdoppelt, wäre dann auf 66 gelandet und vielleicht nochmal auf 70 hochgegangen in der nächsten Runde. Das heißt, diese Runde ist hier schon auch eine ganz leichte Wölbung rein theoretisch, die man jetzt noch praktisch nicht sieht, weil es eben die erste Runde ist. Also wie gesagt, ich habe jede zweite, jede dritte, jede vierte und dann jede elfte verdoppelt mit der Hetner Surf für meinen Kopfumfang von 54 cm. Ich mache jetzt einfach weiter. Also hier habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Hier seht ihr wieder die ersten 2 Maschenkörper. Steche dazwischen oben ein. Und jetzt zeige ich euch nochmal, mit diesem Faden, wie ihr den holt, damit ihr die Masche nicht verdrillt. Also jetzt wäre schwarz an der Reihe, das heißt, ich nehme sie nicht so auf, sondern so, ziehe sie durch, gelb kann ich anziehen, gehe jetzt hier eben drunter in die Kettmasche, hole mir den Faden, gehe mit dem Faden jetzt durch die Schlinge, die auf der Nadel war, durch, mache eine Luftmasche. So, nächste Masche hier, häkel ich mein Rot wieder mit einmal, also rot auf die Nadel hinten, hol mir mein Schwarz, ziehe wieder durch die erste Schlinge auf der Nadel, hol sie mir nochmal den Faden und schlinge die anderen 2 ab. Und jetzt häkel ich eben ohne weiter, ohne diesen, also diesen roten lasse ich jetzt hängen,
Das war jetzt nur, damit ich ihn hochhol für die nächste Runde. Und jetzt häkle ich Stantepede einfach in jede Masche ein Rosenstäbchen, mache wieder meine Kettmasche wie zuvor und mein erstes fingiertes Rosenstäbchen mit meinem Farbwechsel Schwarz-Rot-Gelb. Und das mache ich bis zu einer Höhe, die ich benötige. Dafür gibt es auch eine Tabelle von mir, die könnt ihr euch kostenlos auf meiner Homepage runterladen. Blende ich euch auch gerade ein. Einfach draufklicken, PDF downloaden, könnt ihr auch speichern. 19,5 ist ungefähr die Höhe, die ich immer so benötige, aber ich ziehe da ein bisschen was ab, denn es kommen noch ungefähr ein, zwei Runden Bündchen dran. Da überlege ich mir noch was Schönes für euch. Und genau, und dann sehen wir uns eben wieder. Also ich häkle jetzt ungefähr 18,5 cm, wenn ich jetzt so messe, von der Spitze runter. In jede Masche ein Rosenstäbchen in meiner Farbfolge. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier meine Höhe von 18,5 cm circa. Ich wollte mit Schwarz aufhören. Hier seht ihr das Ganze, also 18,2, wenn man es genau nimmt, sind es bei mir. Und ich habe jetzt hier nochmal eine Kettmasche gemacht. Ich mache nochmal hier auf. Und zwar werde ich in meinem Fall jetzt hier einen Schirm dran machen. Dafür muss ich jetzt hier die Mütze erstmal beenden. Also ich lasse die Kettmasche offen. Mach mal so. Ich hoffe, ihr seht das genau. Also ich mache das eigentlich wie bei den letzten Videos immer. Das heißt, ich schneide hier schon großzügiger den Faden ab, ziehe ihn hier raus, mache den auf eine Wollnähnadel. Ja, und mache die Kettmasche mit dieser Nadel. Das heißt, ich steche genau da ein, wo ich einstechen würde für die Kettmasche, von vorne nach hinten durch beide Schlingen, ziehe ein bisschen an und gehe dann hier genau in die Mitte von meiner letzten Masche rein. Ja, und dann sieht das so aus wie eine Masche. Und da könnt ihr nämlich auch schön drüber häkeln. Das Ganze vernähe ich jetzt innen einfach. Und dann schauen wir uns gleich nochmal die Beanie von innen an. Ich werde jetzt auch den Schirm in Schwarz häkeln. Das werdet ihr nicht erkennen im Video. Ich will auch nicht nochmal extra den Schirm zeigen, denn ich habe bereits ein Video, wie ihr einen Schirm häkeln könnt. Das blende ich euch oben ein. Genauso häkle ich das bei dieser Mütze auch, nämlich auch über ein Drittel der Maschen. Dazu erkläre ich euch gleich mehr. So, jetzt schneide ich den schwarzen ab. Hier habe ich noch meine zwei anderen Fäden. Die schneide ich auch etwas großzügiger ab und vernähe dann am Ende. Und jetzt schauen wir uns die Mütze an. Also hier seht ihr, ich habe da schon markiert. Hier wird mein Schirm sein. Ich habe bei 60 Maschen ein Drittel, 20 Maschen ausgezählt. Das heißt, ich werde jetzt hier so rum auf der rechten Seite neu anschlingen, werde eine feste Masche machen, also anschlingen, die nächste verdoppeln, wieder eine einfache verdoppeln, einfach verdoppeln, einfach verdoppeln, also alles in festen Maschen bis hierhin, also jede zweite verdoppeln, dann gehe ich hier nochmal drum rum und ende wieder bei diesem Markierer hier und da fange ich mit dem Schirm dann an, feste Masche, also halbe Stäbchen, Stäbchen, Doppelstäbchen bis hier zu den letzten zwei, dann kommen wieder Stäbchen, halbe Stäbchen rein, dann wird wieder gewendet, Doppelstäbchen gemacht, also es ist ein doppelter Schirm und am Ende mit einer letzten Runde werden diese zwei Schirmseiten zusammengehäkelt. Dadurch ist dieser Schirm stabiler, als wenn ich jetzt nur einen einfachen Schirm mache. Wie gesagt, ich blende euch das Video ein und tue es hier nochmal unter die Info. Dort seht ihr ganz genau, wie ich den Schirm eben häkel. Wenn ich es jetzt hier zeige, seht ihr eh nichts im Schwarz und das Video würde zu lang werden. Dann natürlich der Rundenabschluss. Haha, die Naht ist nämlich sehr ziemlich gerade geworden. Also sie hat einen ganz, 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 ganz wenigen Drall, aber eigentlich ist es fast gerade, was sich ja viele von euch wünschen. Ihr seht, hier habe ich die Fäden verkreuzt. Das heißt, durch dieses Verkreuzen spürt man, wenn man jetzt die Naht suchen würde, ein Kenner würde sie spüren, beim Tragen fällt sie natürlich nicht auf. Und ihr seht von dieser Seite, also hier, da ist mein Abschluss, ja, genau hier,
Ich finde ihn wunderbar. Also ich habe hier keine Stufe. Die Maschen sehen genauso aus wie die anderen. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe, ihr auch. Bei Fragen könnt ihr mich dazu natürlich gerne kontaktieren. Ich kriege auch oft Anfragen. Bei mir klappt was nicht, da bitte ich immer drum, schickt mir ein scharfes Foto oder zwei oder drei. Handyfotos sind ja mittlerweile auch sehr gut. Hauptsache scharf und bitte auch nichts Weißes, nichts Schwarzes. Also wenn euch gerade bei dieser Mütze was ist, dann bitte immer so diese Runden hier mit Rot und Gelb fotografieren. Schickt es mir einfach per E-Mail oder über Facebook-Nachricht und ich werde es euch natürlich dann, wenn ich kann, beantworten. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Und auch bei der EM, ihr könnt die natürlich auch in anderen Farben machen. Ein Tipp, probiert das Ganze zweifarbig. In der Long Beanie, die ist eben auch unter I, werdet ihr dann auch das Ganze nochmal in zwei Farben sehen. Dann eben viel Spaß damit beim Nachhäkeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.